Wir wollen heute die letzten vier Level von Welt 19 schaffen. Daher müssen wir uns ranhalten und wir brauchen auch eine richtig gute Leistung. Ich würde vorschlagen, wir labern nicht viel rum, sondern wir starten sofort mit 19.9. Besiege einen Maxi-Cooper und erreiche das Ziel. Das klingt einfach, aber ich vermute, es wird nicht einfach sein. Wahrscheinlich ist dieser Maxi-Cooper irgendwo versteckt oder schwierig erreichbar. Ich weiß es nicht. Ah, die Münzen, die sehen auch schon wieder so seltsam aus, ne? So von wegen... Ah, bitte sammel mich doch! Bitte, bitte! Ich möchte von dir gesammelt werden! Aber ich will euch nicht sammeln. Oh, das war keine gute Idee! Shit! Das war keine gute Idee! Warum habe ich das gemacht? Richtig dumm. Wow. Damn it. Ja, ich sammle mal jetzt die Münzen nicht. Beim letzten Mal, als ich es gemacht habe, war es auch nicht die Mission. Wahrscheinlich wird es deswegen jetzt sein. Ja, ich weiß. Aber ja, dann beiß ich halt... Oh Gott, wie dumm, wie dumm. Beiß ich halt in den sauren Apfel. Alter, was geht ab? Scheißviecher hier nerven. Ah, da ist er ja. Oh nein, wir brauchen... Ja, wir brauchen einen Cooper... Fuck, was soll das? Wir brauchen einen Cooper-Panzer. Gegner tauchen offensichtlich... Boah, nochmal auf. Was gut ist in dem Fall. Ja, ich hoffe, das passt. Okay. Also ich hätte es schon mal geschafft, aber ich bin jetzt nur klein. Ein Hit und das war's. Ist halt bitter, weil ich könnte auch Feuerblumen-Mario sein, wenn ich ein bisschen skilliger gewesen wäre. Der erste Treffer war ja noch okay. Ich wusste nicht, was auf mich zukommt, aber der zweite war unnötig. So, sind wir jetzt hier beim Turm bauen oder was? Alter, was? Oh, oh, wow. Oh my god. What's going on? Oh nein. Man darf die Trampoline halt nicht an der Kante erwischen, sonst bist du erledigt. Oh nee. Irgendwas habe ich versaut, glaube ich. Dieser große Goomba ist nicht umsonst so eingesperrt. Verdammt. Das wird die zweite Mission sein. Besiege den Maxi-Goomba. Boah, wollen die etwa, dass ich diesen Para-Cooper, den ich da vorhin in die Lava gestoßen habe, dass man den mitnimmt? Nett deren Ernst, oder? Das ist nett deren Ernst. Aber es muss fast so sein, weil anders kann ich den nicht töten. Shit. Da geht ja mein Ruf kaputt, nicht deiner. Ey, jetzt ernsthaft, das ist wirklich brutal. Aber warte, es ist ein roter Cooper, ne? Das heißt doch eigentlich, dass er nicht runterfallen kann. Wenn ich es schaffe, dass er auf dem Trampolin landet. Und dann könnte ich ihn ganz einfach grabben. Aber wie gesagt, ich muss es erstmal schaffen, dass er da Platz nimmt. Puh. Einfach wird das nicht. Die Feuerblume ist eigentlich völlig nutzlos. Ja, gut, dass ich sie auch gleich wieder verliere. Oder warte, wir nehmen vielleicht einfach den mit. Wir könnten es auch... Ja, wobei... Nee, das funktioniert nicht. Ich kann den nicht ablegen. Stimmt's? Ja, das funktioniert nicht. Das funktioniert einfach nicht. Ich kann den nicht ablegen. Wir müssen den anderen nehmen. Das reicht von der Zeit her nicht. Ja, garantiert. Hier ist kein Platz, um den abzulegen. Oh mein Gott. Wenn ich es nicht schaffe im ersten Versuch, dann schneide ich.
Ich bin ja jetzt dahinter gekommen, aber ihr müsst ja nicht tausendmal das Level sehen. Da passiert ja nichts. Das kennen wir ja alles schon. Aber vielleicht schaffe ich's. Vielleicht schaffe ich's. Warte, es will schön getimed sein. Ja! Gut. Und jetzt nur noch in die Lücke rein. Geronimo! Alter, geil! Geil! Er ist down. Yes! Genau so einen Beginn brauchen wir in diesem Part. So muss das sein. Das pusht nochmal das Ego. Und dann sind wir bester Laune. Und können hoffentlich auch Welt 1910 so schnell abschließen. Mal schauen, was da auf mich zukommt. Sieht strange aus. Es sollten mindestens 410 Sekunden übrig sein, wenn du das Ziel erreichst. Oh no. Das wirkt auf mich wie ein sehr konfuses Level. Das schaffe ich, glaube ich, wirklich nicht so schnell. Ich habe nur 90 Sekunden Zeit. Ja, das ist ein Rätsellevel. Ja, toll. Mhm. Da musst du alles richtig machen, bestimmt. Oh, Stern. Alles klar. Nee, das war falsch. Ja. Das ist falsch. Hier geht's lang, glaube ich. Und dann in die Tür. Oder? Nein? ETF? Habe ich was übersehen? Hä? Irgendwas habe ich übersehen. Ja, jetzt schaffen wir es definitiv nicht mehr, aber ich muss trotzdem nochmal gucken. War das doch richtig, zurückzugehen? Hier in diesem Bereich? Ach so, der Vollidiot hat einen Schlüssel. Verstehe. Wo ist die Schlüsseltür? Da oben. Boah, und das wollen sie mit 410 Sekunden übrig? Mit meinem Gedächtnis? Na, danke. Danke, Entwickler. Tö. Was für Schweine. Das ist ja unfair. Das ist bestimmt noch nicht das Ziel. Bestimmt nicht. Da kommt mit Sicherheit noch einiges, ne? Ja, das ist schon mal richtig, oder? Mhm, mhm, mhm. Alter. Da ist nichts Wichtiges. Wie viel kommt denn da noch? Ja, rastet halt noch mehr aus. Als ob. Okay, hier ist das Ziel. Also ich befürchte, es sind zwei Zeit-Challenges. Einmal 410 und dann einmal vielleicht, weiß ich nicht, 430, 40. Es ist nochmal schwieriger als das davor. Und mein Beginn war jetzt ehrlich gesagt auch nicht wirklich gut. Ich hoffe, diese eine Sekunde wird am Ende keine Rolle spielen, die ich hier vertändelt habe. Ich gebe natürlich mein Bestes. Ist klar. Ich habe das Level ja jetzt einigermaßen im Kopf. So hoffe ich zumindest. Versprechen kann ich euch nichts. Aber hier gibt es einen Schlüssel. Da müssen wir... Nein, da müssen wir hoch.
Alter, ich habe den Sprung noch vorhin im ersten Versuch hingekriegt. Verflixt nochmal. Scheißdreck. Go! 50 Sekunden. Aber ich halte es für machbar. Wenn man weiß, wie der Hase läuft, ist es machbar. Weil jetzt brauchen wir ja auch nur noch die Schlüssel, ne? Und solange wir den Stern haben, können wir hier schon durchrasen. So. Go, go, go. Die nächsten sind dran. Zack. Eigentlich ist es immer der hinterste. Oder der größte. Ja. Schaffen wir. Schaffen wir. Ah, aber sowas von. Nice! Da hätten wir sogar die 430 jetzt geschafft. Habt ihr das gesehen? Aber es sind tatsächlich 440 auch möglich. Oh, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Was? Erreiche das Ziel, ohne 8 oder mehr Gegner besiegt zu haben. Oh, nee. Warum denn jetzt sowas Seltsames? Außerdem, ich muss doch einige Gegner killen. Da bleibt mir also nicht viel Puffer. Shit. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt einen Puffer habe. Na, geil. Also hier in dem Bereich ist alles klar. Den müssen wir nicht töten. Das versuchen. Ja, aber wie soll ich denn das machen? Ich kann höchstens warten, bis der Stern ausgeht. So. Und dann. Ja, keine Ahnung. Da ist eine neue Feder. Ich lasse mich einfach treffen. Warte, bis die. Bis die neue runterfliegt. Und dann gehe ich erst durch die Tür. Andererseits. War das alles völlig unnötig und dumm. Weil ich diesen Steinbock doch töten muss. Sonst komme ich nicht an den Schlüssel ran. Und zählen die Knochen trocken eigentlich, wenn ich sie einmalig umschmeiße als besiegt? Hä? Achso, nee, passt schon. Passt schon. Ja, ich glaube, ich muss den hier wegräumen. Ich weiß jetzt nicht, wie man es anders machen soll. Tut mir leid. Und bei dem? Habe ich ehrlich gesagt auch keine Ahnung. Nee, warte, der zählte jetzt nicht als besiegt, ne? Stimmt, tatsächlich, der Knochentrocken zählt nicht als besiegt, wenn man auf ihn drauf springt. Das ist gut, weil er stirbt ja auch nicht. Nein, was war das denn? Nimm es doch in die Hand, du Idiot! Ich habe den Rennknopf die ganze Zeit gedrückt gehalten, das möchte ich dazu sagen. Okay. Hat auch nicht als besiegt gezählt. Ist halt nur ärgerlich, weil ich meine Feder verloren habe. Der muss auch gekillt werden. So, jetzt müssen wir halt höllisch aufpassen. Da nur der letzte. Alter, was ist da oben eigentlich? Eine Feder. Schön. Gönn ich mir. Boah, ich glaube, man hat echt keinen Puffer hier in dem Level. Crap. Schnell durch. Zack. Weiter geht's. Dann hier bei den Knochen trocken sollten wir eigentlich leichtes Spiel haben, weil sie alle nicht als gekillt zählen, wenn wir sie niederhauen. Ah, so viel zu leichtes Spiel. Scheißdreck, wie soll ich denn den jetzt töten? Oh Mann, ich bin so ein Trottel. Schnell, gib mir die Feder. Goddammit! Alter! Jetzt sag mir nicht, ich muss ihn nochmal killen. Dann schaffe ich es nämlich nicht. Oh, please, no! Wie komme ich da durch? Nein. Jetzt vielleicht. Yes. Okay.
Und dann hier bei diesen Schwachmaten spring ich einfach wie ein Irrer und hau den Arsch da weg. So. Jetzt darf noch einer abkratzen und das müsste der Monty sein. Ja, der letzte hier. Nein! Fuck this shit. Ist mir der eine Vollidiot jetzt wirklich reingesprungen? Ich fass es nicht. Diese Räumlichkeit ist auch mit Absicht so niedrig gebaut, ne? Ganz bewusst so. So ein Scheiß. Also ich muss da bei den Montys nochmal höllisch aufpassen. Das ist extra so kacke gemacht. Dann müssen wir, wenn wir aus der Tür kommen... Alter, was ist denn dein Problem? Jetzt nimm doch den Scheiß einfach in die Hand! Genau das gleiche Problem wie vorher, obwohl ich die ganze Zeit Rennen gedrückt halte. Na jedenfalls, dann müssen wir sofort loslaufen wie ein Irrer. Dann schaffen wir das auch. Das Seltsame ist halt, dass es vorhin eigentlich geklappt hat, wenn ihr euch erinnert. Bei meinem ersten Run, als wir die zweite Mission noch gar nicht gekannt hatten, da habe ich direkt den letzten Maulwurf gekillt. Das weiß ich noch. Daran erinnere ich mich. Die anderen habe ich nicht erwischt. Natürlich, jetzt, wo es drauf ankommt, gelingt mir das nicht. Aber hoffentlich im zweiten Versuch. So, jetzt kommt er doch, ne? Ja. Losrennen! Oder noch eine Tür dazwischen? Nein, da sind sie schon. Okay. Und weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Yes, 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 jetzt passt, Leute. Wunderbar, sehr fix. So ein Krampf. Weghauen den Schmarrn. Und jetzt kommt sie, die 1911. Erhalte 3 One-Up-Pilze und erreiche das Ziel. Sind die Assi versteckt? Ich fürchte ja. Aber schauen wir mal. Was ist hier denn los, Alter? So viele springende Cheep-Cheeps. Sowas mag ich mal gar nicht. Das wisst ihr genau. Aber deswegen macht ihr's ja. Stimmt's ja. Also hier habe ich jetzt nichts gesehen. Aber ich bin auch ziemlich schnell durchgerast, muss ich sagen. Damit. Aber irrelevant. Oh, ah, hier. Da ist einer. Es ist die Rede von One-Up-Pilzen, ne? Mhm. Gut. Also die Münzen kann ich somit ignorieren. Aber warte. Was ist hiermit? Ah, da ist nichts. Oh, und Checkpoints. Niemand braucht Checkpoints! In diesem Spiel jedenfalls nicht. Dass sie alles einfach nur noch schlimmer machen. ETF? Wie soll ich denn da durch ohne einen Hit? Als ob. What's going on? Oh. Und ich muss mindestens groß sein, um an diese Redcoin zu kommen. Ziemlich fies. Ist klar, dass die mit einem Wonderpilz zu tun hat. Ne? Scheißdreck. Boah, ist das heftig. Was? Nee, ne? Nee. Komm, gib mir noch einen Pilz, Alter. Echt jetzt? Wow, danke. Hätte ich nicht erwartet. Den darf ich jetzt aber nicht verfehlen. Boah, meine Güte. Stell dir mal vor, da wäre jetzt nichts mehr gewesen. Kein Pilz. Hätte ich neu starten müssen. Wegen so einem Krampf da. Okay, zweiter One-Up-Pilz.
Jetzt aufpassen, wo ist der letzte? Kamek. Kamek ist ja immer so ein Ding. Mit dem kann man aber auch viel machen. Ich kill ihn mal nicht. Vielleicht brauche ich ihn, weiß es nicht. Da oben ist das Teil. Also tatsächlich, ich brauche... Oh. Ich brauche Kamek. Hä? Wo ist denn das Scheißteil hin? Wollt ihr mich verarschen? Wo ist das scheiß One-Up-Teil hin? Das war auf einmal weg. Hat er das in einen Käfer verwandelt oder was? Ich komme auch nicht mehr ran. Ach. Ich mache alles nochmal genauso wie gerade eben und schneide bis hierhin. Lol. So viel zu, wie kommt man da ohne einen Hit durch? Das kam mir vorhin etwas schwieriger vor, aber eigentlich ist es gar nicht so heftig. Man muss halt nur ein Auge dafür haben. Gut, das ist jetzt ein bisschen assi, aber geht auch. Wie ihr seht, yeah! Ja, cool. Gut, dann hätten wir das auch geschafft. Wollte ich euch noch zeigen. Und jetzt geht's ab zum Ort des Geschehens. Ich habe nicht wirklich gesehen, was da passiert ist, weil ich mit Wegfreiräumen beschäftigt war. Aber ich nehme mal an, Kamek hat das Pilzchen in irgendwas Ekelhaftes verwandelt. Was soll's? Ist halt so. Machen wir es jetzt besser. Ich denke, wir brauchen ihn eigentlich auch gar nicht. Nee, ist echt so, ne? Wenn wir nämlich noch groß sind, dann sollten wir diese Decke hier auch selbst einreißen können. Also verpiss dich mal. Spaten. Und Nervenzähl. Ach, da kommt ein neuer. Ach so. Ja, gut. Den Weg habe ich vorhin mit einem Koopa freigeräumt. Dann mache ich es halt jetzt mit Du scheiß Chibchi, verpiss dich! Kann doch nicht wahr sein, Mann. So, ich hab's jetzt doch mit Koopa gemacht. Geht schneller und ist sicherer. Kamek kann mich mal. Ab zum Ziel. Wir haben alle drei, ne? Ja. Oh, what the? Wo kommt der her? Keine Faxen, Alter. Ich hab sowas von Dicke. Kann das nicht brauchen. Alles klärchen. Well done. Aber was ist die zweite Mission? Es sollten mindestens 270 Sekunden übrig sein, wenn du das Ziel erreichst. Yay. What the hell? Na gut, man startet mit 400. Könnte machbar sein, aber schauen wir mal. Ich versuche natürlich mein Bestes, werde aber auch die Feuerblume brauchen, ganz klar, um... Um weitere Hits zu tanken. Aber das bringt dir natürlich alles... Es bringt dir natürlich alles nichts, wenn du in die Lava fällst. Ganz klar. Oh, das war jetzt ganz nice. Nun bitte gleich die... Scheißdreck, verdammter. Das ist doch einfach zum Kotzen. Ja, als ob.
Haut mal ab da. Ey, das war eine gute Idee eigentlich, fällt mir gerade auf. Wenn man die Cheep-Cheeps wegräumt, spart man einiges an Zeit. Und wir können es immer noch schaffen. Ne? Ja. Ich denke, wir werden es auch schaffen sogar. Oh, mach doch keine dummen Fehler, Mann! Alter! Also mein Gameplay ist gerade zwar scheiße, aber wir können es trotzdem noch schaffen, wie gesagt. Komm her. Na komm her jetzt! Ist das dein Ernst? I can't believe it! Komm runter! Nein! Nein, Justin. Was? Das kann nicht sein, aber... Natürlich ist das jetzt ausgerechnet ein Roter, der den Weg blockiert. Weißt was, leck mich doch. Lol, aber das Zeitlimit ist so lächerlich. Das ist so lächerlich, dass wir es trotzdem noch schaffen. Obwohl wir diese ganze Misere hatten. Was war denn das da unten am Ziel gerade? Irgendwas ist da gerade verpufft. Was war das? Ursprünglich hatte ich nicht nachgeschaut, aber ich schneide euch das jetzt tatsächlich nochmal rein, weil ich das ziemlich krass finde. Carmack lässt nämlich das Ziel verschwinden. Habe ich in den Kommentaren von irgendeinem Part mal gelesen gehabt. Und konnte es gar nicht glauben. Es ist aber so und das Ziel taucht nur wieder auf, wenn man Carmack besiegt. Ein ziemlich nettes, cooles Detail. Kann man das auch im Baukasten verwenden? Weiß ich gar nicht. Hab davon noch nie was gehört. Jetzt darf ich das Video zwar nochmal rendern, aber wie gesagt, ich wollte euch dieses Easter Egg wirklich nicht vorenthalten. So, das letzte Level. 1912. Es ist kein Castle, echt? Ja, gut. Erreiche das Ziel, ohne den Boden zu berühren. Aber das sieht sehr, sehr schwer aus. Das sieht sehr, sehr schwer aus. Ja, die zweite Mission ist 1000%. Ich sammle alle Münzen. Ja, doch. Also diesmal auf jeden Fall. Ich schwör's euch. Ich werde sie auch sammeln. Ja, ich werde sie sammeln. Weil ich mir sehr sicher bin. Was soll man sonst machen? Ich meine, ich darf den Boden nicht berühren. Okay, berühre jeden Gegner einmal. Das wäre vielleicht noch möglich. Aber, ja. Ich halte die Münzen für... Fuck. Wahrscheinlich, ja. Boah, und einige dieser Sprünge hier sind wirklich knapp bemessen. Das gefällt mir gar nicht, du. Aber, naja, müssen wir durch. Das letzte Mal, als es so eine Berühre-den-Boden-nicht-Challenge gab, wurde ich aber verarscht. Ich hoffe, dass das diesmal nicht der Fall sein wird. Ich weiß bis heute nicht, warum ich die Medaille in dem einen Höhlenlevel nicht bekommen habe. Aber naja. Das klären die Richter. Da muss ich mich jetzt nicht mehr mit rumschlagen. Oh, schon wieder so ein scheiß Checkpoint, den keiner braucht. Alter. Aber bis jetzt geht's sogar. Es gibt schon, wie gesagt, einige schwierige Sprünge, aber ich habe gedacht, es wird noch heftiger. Bis jetzt geht's, wie gesagt. Ja, ich habe keine Ahnung, wie viel da noch kommt. Okay, der Sprung ist asozial. Oh no! Was für ein Scheiß! Als ob die da so einen dreckigen Boden hingemacht haben. Wie viel käme noch? Nicht mehr viel wahrscheinlich, ne? 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 Ja, sicher. Ich steppe doch immer kurz vorm Ziel, ist klar. Ist klar! Aber wenn ich das nochmal genau so hinkriege, dann passt's. Also hätte ich jetzt ehrlich gesagt für ein letztes Level irgendwie ein bisschen was Härteres erwartet, aber gut. Will nicht meckern. Hauptsache, wir sind endlich fertig. Ah, das war scheiße. Mensch. Concentration! Und Contenance. Ihr wisst Bescheid. Naja, das schaffen wir schon. Ich habe da jetzt eigentlich auch keine allzu schwierig versteckten Münzen gesehen. Klar, du musst immer deine Sprunghöhe in etwa behalten, sonst kriegst du nicht alle, aber... Ja. Nicht allzu dramatisch. Und dann muss ich tatsächlich sagen,
Fand ich die Missionen von Welt 17 und 18 insgesamt schwieriger als die hier in Welt 19. Dafür waren aber die meisten Level und Missionen hier in der Welt deutlich besser als in allen zuvor. Lel. Okay, also jetzt hier. Oh ja, so muss das gemacht werden. Einfach nicht nachdenken, sondern machen. Ich habe vorhin zu viel nachgedacht. Einfach machen, einfach machen. Oh, Hilfe. So, ich hoffe, das war jetzt alles. Aber, keine Ahnung, vielleicht sollte ich die Münzen auch gar nicht sammeln, sondern eine bestimmte Anzahl One-Ups sammeln. Wir werden es gleich erfahren. Den Boden berührt habe ich auf jeden Fall nicht. Die erste Medaille sollte somit in meine Hände wandern. So ist es. Und die zweite... Auch! Yeah! Okay, Guys. Dann haben wir es... geschafft. In allen Leveln haben wir die goldenen Medaillen. Und wir schalten jetzt noch die Red Coins und Bowser Jr. frei. Das ist doch toll. Hier nochmal... der Beweis, 100% Super Mario Maker. Wow, geil, Alter. Und im nächsten, letzten Part gibt es dann noch den Online-Modus zu sehen. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. Bis dahin und ciao.